Also da gibt's auf Deutsch kein Arschwageln, das muss weg. Heute bei ATV Pfusch am Bau. Für eine junge Familie aus Gensendorf wird das neu errichtete Eigenheim zum Albtraumhaus. Momentan weiß ich nicht, ob ich weinen soll oder lachen. Das ist halt eine Menge Geld, was wir da rein investiert haben. Und momentan ist Katastrophe. Bei Familie Sick in Niederösterreich ist es so feucht, dass sogar Pflanzen aus der Sesselleiste wachsen und die Wände schimmeln. Es ist Gefahr im Verzug. Ich gehe zum Arzt, wenn Sie Allergikerin sind und Sie sind schon umkippt und wir haben da Schimmel überall. Der Vermieter sieht die Schuld bei den Mietern. Alter, das Haus ist halt immer mal so mit Lüften, Heizen und das haben sie einfach nicht befolgt. Und in Wien kann eine Familie nach Monaten endlich wieder in ihre Wohnung einziehen. Wir haben so eine schlechte Zeit hinter uns. Ich kann nur mehr absolut optimistisch nach vorschauen, weil sonst gingen es mir nicht gut. Die junge Wiener Familie Graf wollte endlich weg aus der Großstadt. Ein Fertigteilhaus in Gensendorf mit Garten war der Traum. Doch seit Wochen steht der Bau still. Nichts geht mehr weiter. Dabei sagte man den Grafs, die Fertigteilhausfirma mit Sitz in Deutschland sei ein renommiertes Unternehmen. Mündlich haben sie immer gesagt, das Haus ist im Dezember 2011 fertig und wir können einziehen. Das war natürlich nicht der Fall, weil dann haben sie sich wieder gegenseitig auseinandergeredet. Das ist die ganze Zeit so hin und her gegangen und im Endeffekt war dann von Jänner bis März volle Funkstille. Die Hausfirma war nicht zum Erreichen, es hat sich keiner gemeldet, es hat keiner auf die E-Mails reagiert. Irgendwann einmal dann Ende März, Anfang April haben wir dann die Information bekommen, na, wir liefern ja nicht in dem Zeitraum. Dann kommt man sich etwas gefrotzelt vor. Irgendwann wurden die Fertigteile dann doch noch geliefert. Damit begannen aber erst die Probleme. Denn aufgestellt hat das Haus eine tschechische Subfirma. Es ist dann halt eben das Haus gekommen, Gott sei Dank irgendwann einmal. Dann hat es geheißen, das Gedruckzug. In einer Woche ist das fertig. Am ersten Tag ist halt eben der untere Teil gestanden, am zweiten Tag ist der obere Teil gestanden. Und dann hat es fast über eine Woche gedauert, bis einmal der Dachstuhl oben war. Aber da waren noch keine Dachziegel, gar nichts drauf. Und ohne Dachziegel ist das Haus dann einen Monat, eineinhalb Monate fast da gestanden. Eine Katastrophe für eine Holzriegelkonstruktion. Jetzt ist das Dach zwar oben dicht, doch die Feuchtigkeit dringt nun von unten ins Haus. Der Spalt zieht sich im Endeffekt rund ums ganze Haus. Da fehlt eh ein Stück von der Isolierung, weil wir da reinschauen wollten. Und wenn man da unten reinschaut, sieht man eben diese Holzbackeln, auf denen das Haus aufsteht. Und ich kann da mit der Hand fast bis zum Estrich hinterher greifen. Die Wand ist ungefähr so dick oder so, dieser Holzbau. Und das ist alles nicht unterfüllt. Ne? Also das ist richtig so 3 cm Spalt und das an manchen Stellen ist sogar noch mehr. Die Frage, die sich mir hier stellt, wie die den Spalt da unten jemals dicht kriegen wollen, halt, das ist halt die Frage, was ich mir stelle. Aber ja, die Fachleute werden es schon richten, hoffentlich. Bausachverständiger Günther Nussbaum soll sich den Pfusch vor Ort anschauen. Kerstin Graf hat ihm im Vorfeld schon etliche Baustellenbilder geschickt. Jetzt sehen wir es einmal live, also ich sehe es jetzt mal live. Sie kennen es eh schon ganz gut. Die Leute sind da, bessern wieder den neuen Estrich aus. Ja, genau. Gut, das war ja der Punkt, das haben wir von den Fotos weg schon ganz gut gesehen, dass der Estrich neu gemacht werden muss. Ja, genau. Nur, dass es jetzt schon wieder Ärger gibt. War das schon Ihre Reaktion auf die Probleme jetzt oder hat der Wind umgeschmissen? Das ist eine sehr windige Gegend. Ja, ja, ja. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also es gibt die Fertigteilhausfirma, die hat aber das Haus nicht gebaut. Naja, die Nicht aufgestellt. Ja. Also die Wände, die Elemente geliefert, aber aufgestellt hat es eine andere Firma. Ja, genau. Weil die das gewerberechtlich hätten nicht machen dürfen, oder wie? Angeblich. Genau, so wurde es uns halt gesagt. Aber Sie haben doch in den Mails immer geschrieben, eine slowakische Firma hat aufgestellt. Naja, die wollten dann nicht mehr fertig machen und deswegen haben sie dann die tschechische Subfirma genommen für den Innenausbau, fürs Dachdecken. Dach eindecken. Fassade hat dann noch die tschechische Firma gemacht. Ja. Spenglerarbeiten, Dachdeckerarbeiten. Mhm. Das sind schon keine guten Voraussetzungen, aber schauen wir uns das mal an. Ja. Günther Nussbaum muss nicht lange nach Fehlern suchen. Wie so oft sind die Fenster komplett falsch eingebaut. Also das hätte natürlich in den Putz reingehört. Da fehlen die Dichtbänder. Da fehlen im Übrigen auch die Dichtprofile zum Fenster, zum Sonnenschutz hin. Das ist komplett offen, schauen Sie nur das an. Das ist aber so schon geliefert worden. Also so wie es da um die Ecke ist? In so Bosnien ist das Werk, das weiß ich. Aber es ist eine deutsche Fertigteilhausfirma. Mhm. Groß angeblich. Ja. Ich kenne mich nicht so aus mit den deutschen Fertigteilhäusern, aber das ist ein bosnischer Standard. Mhm.
super. Was ja logisch wäre, wenn es in Bosnien produziert wird, aber es lässt ja ein deutsches Unternehmen produzieren. Also Fensterbank falsch eingebaut, die ganzen Fenster sind falsch eingebaut, das wäre mit dem Verbundsystem dazu, ist nicht dicht. Und wahrscheinlich fehlt da überall die Diagonalbewehrung. Die Vermutung des Bausachverständigen bestätigt sich leider. Alle Fenster müssen raus und die Fassade neu gemacht werden. Also das ist, wie wenn man es schulbuchartig zeigt, wie es nicht gehört bis jetzt. Ja, also das sind jetzt nicht einmal noch 5 Minuten. Da hapert es schon am Detailwissen, da hapert es an allem, wenn man sowas schon werkseitig baut. Wenn das auf der Baustelle passiert, weiß ich nie, ist der gut aufgelegt, ist das ein Facharbeiter, der macht das halt falsch. Die Chancen sind groß, dass das passiert. Werkseitig bei einer Firma, die, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Häuser die im Jahr produzieren, sollten solche Details super funktionieren. Fehler, kleinere Fehler gibt es auch, aber nicht das. Ja. Das ist, wie wenn ich bei einem Auto statt dem Lenkrad den Reifen aufs Lenkrad montiere und das Lenkrad auf die Radnabe. Ja. So schaut das aus. Vor 2 Jahren zog Familie Sick von Wien hinaus ins niederösterreichische Schletz. Das Leben am Land bot in ihren Augen einfach eine höhere Lebensqualität. Doch daraus sollte nichts werden. Das ist unser Traumhaus. Ein Albtraum. Im September sind wir hergezogen. Und im Oktober, wie der erste Schnee war, haben wir schon den ersten Riesenschimmel entdeckt, und zwar ganz hinten im Zimmer. An allen Wänden bildete sich massiver Schimmel. Auch das Einsprühen mit Schimmelbekämpfungsmitteln half nichts. Also wir können da überhaupt nicht mehr schlafen, eben weil da dann alles komplett schimmelig ist und feucht ist. Das ist, wie wenn du rauskommst von der Dusche und ja, alles komplett extrem feucht. Und da im Kasten ist auch alles schimmelig. Das sind die Sachen, was wir anziehen. Weil das andere, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und die Sachen, was extrem schimmelig sind, muss ich natürlich wegschmeißen. Eben, weil ich gehört habe, zuerst Hautkrebs. Und manche haben die Blumen halt im Blumentopf. Und wir haben es halt aus der Leiste heraus. Die Feuchtigkeit und der Schimmel zehren nicht nur an den Nerven. Auch die Gesundheit leidet darunter. Es ist einfach schlecht. Die Luft passt nicht. Wir sind krank. Meine Gatte hat zwar mehr einen Blasentumor schon gehabt. Mein Sohn ist auch krank. Mit dem Husten, ständiger Husten. Und ich habe Asthma. Naja, der Vermieter hat zu uns gesagt, wie ich ihn darauf angesprochen habe, zuerst Schimmel und Feuchtigkeit im Haus. Und er hat zuerst einmal gesagt, ja, da sind wir selbst schuld, weil eben mir schlecht lüften tun und schlecht heizen. Und ich soll, oder wir sollen einen Kurs belegen, wie man richtig heizt und lüftet. Hier steht also Aussage gegen Aussage. Und es scheint keine Lösung des Streits in Sicht. Deshalb soll Günther Nussbaum heute der Ursache für die feuchten Wände auf den Grund gehen. Ich habe schon versagt, die Klingel habe ich nicht gefunden. Aha, grüß Gott. Nussbaum, hallo. Sick. Ist aber eh sehr schön da, sehr idyllisch. Das ist richtig, bis auf unser Schmuckhäuschen. Dieses Schmuckhäuschen möchte sich der Bausachverständige auch gleich genauer ansehen. Und erstaunt nicht schlecht. Hier ist unser Wunderwerk. Das hat man aber so ein eigener, eigenartiger Platz. Andere haben, Sie wollten sagen, andere haben so Pflanzentapeten, nicht? Sie haben das live an der Wand wachsen. Gut, die Pflanzen sind jetzt nicht das Problem, aber das Problem ist, dass das natürlich darauf hinweist, dass wir da sehr feucht sind da unten in dem Bereich. Nicht? Mhm. Was für einen Wohnbereich dann schwierig ist. Nicht? Da geht es dann eh schon los mit Schimmel. Schlafen Sie ja da erinnern? Nein, wir schlafen zu dritt schon sehr lange im Wohnzimmer. Wegen dem Schimmel und der Belastung. Genau. Gibt's, haben Sie Probleme? Feucht. Asthmatiker oder irgendwie? Ja. Sie sind Asthmatikerin, wirklich? Ich habe Asthma, ja. Und seit wann geht das schon so? Seit wann geht das so? Also im September sind wir eingezogen und im Oktober, wie da dann der erste Schneefall war, haben Sie es gemerkt? War da dann, das ist nicht von oben nach oben gekommen, auch nicht von unten nach rauf, sondern wir haben in der Mitte einen dicken, fetten, das war zuerst feucht und dann war das schwarz. Also mitten in der Wand? Ja, genau, ja. Genau. Und da ist über der Schimmel gekommen. Ne? Da unten im Eck, da hält ja nicht einmal mehr die Farbe, was ich aufgestrichen habe. Da sieht man, dass das da schimmelt, schon wieder der Schimmel kommt. Da haben sie überall Schimmel, ja? Ja, ja.
Schimmel ist nicht nur unschön, sondern auch extrem gesundheitsschädlich. Günther Nussbaum ist alarmiert. Das ist alles voll mit Schimmel. Und den Schimmel haben Sie da schon mal entfernt? Ja. Schon öfters. Also jedes Mal, wenn Sie einen wachsen sehen, quasi, und es geht in aber Sie tun ihn nicht selber dann entfernen, das machen schon Sie, oder? Ich mach das mit den Schimmel. Aber Sie sind ja die Allergikerin, Sie sollten sich da fernhalten. Ich hab eine Schutzmaske. So einfach eine Staubmaske? Genau. Also das ist zu wenig? Das ist richtig, deswegen bin ich umgekippt und mein Gatte hat mich damals ausgezahlt. Sie sind schon mal umgekippt? Ja. Na, vor Ärger oder haben Sie einen Allergieschock gehabt oder sowas? Das war durch die Dämpfe. Sie gehen zum Arzt, wenn Sie Allergikerin sind und Sie sind schon umgekippt und wir haben da Schimmel überall. Es kann sein, dass Sie mit Aspergillose kämpfen, dass Sie irgendwie einen Schimmelbefall in der Lunge haben. Damit ist nicht zu spaßen. Wir berichteten bereits über den Fall von Familie Jambor-Montschew aus Wien. Durch einen Ausbau des Dachgeschosses drang Wasser in ihre Eigentumswohnung im Stockwerk darunter. Wir stehen halt in der Wohnung und wünschen uns nur, dass das Ganze ein Ende hat. Und leider ist es so, dass zu den Wasserschäden, die schon waren, eigentlich wöchentlich neue dazukommen. Aufgrund der massiven Wasserschäden musste die vierköpfige Familie schließlich sogar ausziehen. Günther Nussbaum sollte helfen. Ich habe jetzt schon den dritten Wasserschaden mitgekriegt, seit ich selber da war. Ja. Und das geht jetzt da, also wenn ich da jetzt höre, die Baustelle läuft jetzt seit 3 Jahren. Bei einer Begutachtung der Baustelle fand der Sachverständige zahlreiche Fehler, nicht nur am Dach. Und auch andere Parteien im Haus meldeten sich auf einmal. In der Zwischendecke der Nachbarin wurde Günther Nussbaum wieder fündig. Ich würde sagen, wir probieren einmal den Bauträger anzurufen, weil jetzt unabhängig von allen anderen Dingen kann ich da jetzt nicht weggehen, ohne Ihnen zu sagen, dass da Gefahr im Verzug ist. Günther Nussbaum erreichte auch gleich den Bauträger und der wurde sofort tätig. Nach unserer Sendung meldete sich die ausführende Baufirma mit folgender Stellungnahme. Unser Unternehmen hat zur Gänze das Verschulden bezüglich des Wassereintritts zu verantworten. Die Schäden werden selbstverständlich auf unsere Kosten ehemöglichst für die Bewohner behoben. Mit großen Anstrengungen setzen wir nun alles daran, den Bewohnern schnellstmöglich ihr neues Zuhause zu erschaffen und allen Leidtragenden weiteren Ärger zu ersparen. Und tatsächlich, bereits 3 Monate später ist die Baustelle kaum wiederzuerkennen. Das Dach ist fast fertig gedeckt und vor allem mittlerweile dicht. Sämtliche Wasserschäden wurden behoben und saniert. Und auch die seit Jahren unfertige Terrasse erstrahlt in neuem Glanz. Die Erleichterung ist der Familie anzusehen. Ja, wir wohnen wieder daheim. Wir sind die 5. Nacht, glaube ich, jetzt in der Wohnung nach 7 Monaten Abwesenheit und das ist eine große Sache. Auch Günther Nussbaum möchte sich ein abschließendes Bild von dem Fall machen, den er jetzt schon so lange begleitet. Die Stimmung ist gelöst. Die Vorfreude auf ein baldiges Ende der Strapazen ist spürbar. Frau Jambor, wie geht's Ihnen? Danke. Was gibt's Neues? Ja, ich bin ja sehr gespannt jetzt. Die Bilder zum Text. Wir haben ja viel gelesen jetzt über den Baufortschritt. Mhm. Und Baufortschritt und dann wieder Mängel, dann wieder weg. Aber ich glaube, wir sind auf Schiene. Sie sind eingezogen jetzt, oder? Vorige Woche, oder was war das? Ja, wir sind diese Woche. Ja, wir sind seit 4 Tagen sind wir da. 5. Tag heute. Das ist gleich ein ganz anderes Gefühl wieder. Nicht? Man hat sein Eigenheim wieder zurück. Genau, es ist die Matratze wieder, man schläft besser. Ja. Es ist haben Sie alles schon in Nutzung? Ist alles renoviert? Weil das schaut ja jetzt ganz neu aus. Daheim. Ja, wir nutzen alles. Es ist einfach so ein bisschen ein Provisorium noch. Ja. Weil, ich bin Bauschadenstourist. Bitte führen Sie mich durch Ihre Räume. Bitte, kommen Sie. Ich möchte das unbedingt anschauen. Ja, kommen Sie. Zurück in Gänserndorf. Die Fenster haben von Günther Nussbaum schon ein nicht genügend bekommen. Der Push geht woanders leider weiter. So wie es ausschaut, fehlt da die komplette Feuchtigkeitsabdichtung darauf. Yep. Ja. Das wissen Sie schon. Wir haben schon gesehen, dass man da bis in die reinschauen kann, ins Haus auch. Und so. Ah ja, da bin ich voll durch. Mhm. Das ist dann immer so die Streitfrage, wer ist da jetzt schuld? Nicht? Die Firma, die die Bodenplatten gemacht hat. Die ist für das verantwortlich, dass da die Platten falsch drauf liegen. Aber dass da keinerlei Feuchtigkeitsabdichtung drauf liegt, ist wiederum Sache der Fertigteilhausfirma. Das ist ja ihr Haus, das abgedichtet gehört. Nicht? Ja. Die Fassade wurde so als fertig verkauft. Günther Nussbaum stellt es bei diesem Puzzlespiel die Haare auf. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob die das jetzt nur verklebt hätten. Aber es ist eh wurscht im Prinzip. Das muss man sowieso neu machen, das kann man so nicht lassen.
Wenn Sie da jetzt einfach mit dem Netz drüber gehen, wir haben da wieder unsere Bewegung in dem ganzen System drin, gerade im Eckbereich, haben wir noch mehr Bewegung und das wird uns reißen. Das ist unser Wandsystem. Und wenn die Fensterbank undicht ist, wird sofort die Wand nass. Und wenn wir das dann noch wetterseitig haben, so wie das hier ausgeführt ist, ohne jegliche Abdichtung, ja, undichte Fensterbank, ist die Wand nach dem ersten, zweiten Sommer, Winter kaputt. Mhm. Und das Gefälle muss natürlich schon am Untergrund vorhanden sein. Das hat kein Gefälle, das ist eh logisch, das sieht man sowieso. Ja. Momentan weiß ich nicht, ob ich weinen soll oder lachen. Das ist halt eine Menge Geld, was wir da rein investiert haben. Und momentan ist Katastrophe. Katastrophe. Anders kann man es nicht sagen. 144.000 Euro hat Familie Graf bereits für ihr Fertigteilhaus bezahlt. Bekommen haben sie ein Haus, bei dem jetzt schon alles wieder saniert werden muss. Es hat schon manchmal Tage gegeben, da wollte ich nicht mehr herfahren, weil es mir schon gereicht hat. Dann habe ich wieder so ein paar Tage gebraucht, dass ich mich wieder da fange. Und dann war ich halt wieder da. Die Familie hofft, dass zumindest das Dach jetzt ordentlich und ohne Mängel ist. Wow, das ist eine Sehenswürdigkeit. Das ist grundsätzlich ein Doppelstehfalzdach, aber so derart verpfuscht verlegt, dass das eigentlich nichts mehr mit einem Blechdach zu tun hat. Und das ist ja viel zu flach. Wir haben 1,6 Grad Neigung. 5 Grad ist Mindestneigung beim Blechdach. Das müssen Sie sich schon wieder anschauen. Und das werden Sie nicht lang sehen, weil das muss auch neu gemacht werden. Geht's? Das darf nicht angeschraubt sein. Die Felze sind falsch, die Neigung ist falsch, die Anschlüsse, die Abschlüsse sind falsch. Also in kurzen Worten, neu machen. Zurück bei Familie Sick im niederösterreichischen Schletz. Günther Nussbaum bittet die drei im Wohnzimmer zu warten, bis er die verschimmelten Wände geprüft hat. Es geht uns überhaupt nicht gut. Okay. Ein Feuchtigkeitsmessgerät soll einwandfrei dokumentieren, was selbst für den Laien offensichtlich ist. Die Wände sind feucht. Ja, das ist nahe der Sättigung. Also bei 100 sind wir quasi gesättigt nass. Und wir liegen bei 90. Das heißt, das ist halt so das klassische erdfeuchte Mauerwerk, wo halt immer Feuchtigkeit von unten reingeht. Und durch das, dass wir aber relativ gut mineralische Farben und mineralischen Putz drauf haben, eskaliert das da nicht. Wenn wir da jetzt anfangen, mit Kunstharzfarben das zuzupinseln oder geschweige denn mit Gipsputz antanzen, dann kannst du da gleich alles vergessen. Ja, jetzt hält sich das für das, dass wir eigentlich pitschnasse Wände haben, hält sich das teilweise in Grenzen. Das ist ja unglaublich. Ich habe nicht gewusst, dass ich noch mal zum Naturfotografen wäre. Ja, das ist voll. Ist aber klar, ich meine, im Prinzip braucht man da gar nicht messen. Weil dort, wo ich Pflanzen habe, muss freies Wasser zur Verfügung stehen. Nicht? Weil die Pflanze saugt ja nicht die Baustofffeuchtigkeit aus der Wand, sondern da muss quasi wirklich Wasser sein. Ja? Und das ist natürlich, warte, jetzt schaue ich nochmal. Org. Da stehen die Vollziegelwände einfach direkt im feuchten Erdboden. Ja? Abdichtung, wenn es jemals eine gegeben hat, ist die natürlich schon aufgrund des Baujahrs kaputt. Ja, damals hat man wirklich mit Glasfließbahnen oder Pappenbahnen gearbeitet. Die haben sich schon aufgelöst. Ja, also da ist nichts mehr. Und dementsprechend muss man halt damit rechnen, dass man immer Feuchte in den Wänden hat. Man kann so ein Haus nicht vollwertig nutzen. Das muss man wissen. Ja, dann kann man vielleicht mit so einem Haus umgehen. Ja, aber das muss man der Vermieter sagen. Das ist eine juristische Frage. Ui, die sind auch schon kaputt. Da fliegt mir gleich das Fenster entgegen. Das Fenster kann man gar nicht. Es hängt sich da hinten nicht ein, oder? Nein. Naja, das Fenster so richtig lüften ist da eher problematisch, weil da hast du jedes Mal die Gefahr, dass das Fenster um die Ohren fliegt. Doch Lüften wäre gerade bei diesem Haus besonders wichtig. Denn die alte Bauweise verzeiht keine Fehler.
ich meine, okay, das ist halt so gebaut worden. Ja. Ich kann jetzt nicht den ganzen Gebäudebestand, ich weiß nicht, 50% vom Gebäudealtbestand verdammen und sagen, man kann in solchen Häusern nicht wohnen. Man kann in solchen Häusern wohnen. Nur das muss halt miteinander gehen. Da muss halt der Vermieter sich auch dessen bewusst sein, was er den Mietern antut, wenn er die nicht informiert. Und er darf sich nicht wundern, wenn es dann Ärger und Streit gibt. Ich muss einem Mieter eine Bedienungsanleitung für so ein Haus mitgeben. Und gleich bei ATV Pfusch am Bau. Die nächste Hiobsbotschaft für Familie Graf. Das Dach des neuen Hauses ist ein Vollpfusch. Keine Windsicherung im Bereich der Wärmedämmung vorhanden. Die Anschlussprofile fehlerhaft. Die Konstruktion vom Gaubenblechdach fehlerhaft. Das gehört einfach neu gemacht. Und Günther Nussbaum trifft auf den Vermieter des Hauses von Familie Sick. Das Haus ist halt immer mal so mit Lüften, Heizen. Und das haben sie einfach nicht befolgt. In Wien möchte sich Günther Nussbaum noch ein abschließendes Bild von der sanierten Wohnung der Familie Jambor-Montschew machen. Kaum zu glauben, was in so kurzer Zeit alles passiert ist. Wow, das heißt, alle Räume sind jetzt einmal so vom Groben her fertig. Jetzt fehlen nur die Kleinigkeiten, so Silikon und solche Sachen, Maler. Nein, das kann man gar nicht sagen, es ist eigentlich fertig. Aber es hat jetzt nichts, Sie haben das nicht beauftragt, das hat jetzt alles schon der Bauträger organisiert. Oder haben Sie jetzt quasi alle Firmen beauftragt? Nein. Nein, das läuft jetzt alles, das ist Selbstläufer quasi geworden. Ja. Schön. Aber lüften müssen wir. Wir haben jetzt diese ganzen frischen Baumaterialien herinnen. Ja? Und nicht immer nur ökologische Dinge. Ist ja Wahnsinn. Es ist ja dann teilweise schon so, dass man selber nicht mehr glaubt, dass das jemals fertig wird. Wenn man, man darf das natürlich nie zugeben, nicht? Aber man muss immer Hoffnung versprühen. Ja. Endlich mal fertig. Ja. Aha, na, ganz fertig sind wir ja noch nicht, so wie es ausschaut. Ja, da fehlen jetzt so, die Teile fehlen noch und der Abfluss ist noch nicht ganz fertig. Ja. Aber das ist, Herr Nussbaum, wir warten seit, naja, wir sind 2008 eingezogen. Ja. Und wollten Ende 2009 unsere Terrasse kriegen. Wir haben fast 30 Monate auf den Moment gewartet, dass wir raussteigen. Genau. Das ist eine lange Zeit. Aber Sie machen einen ganz anderen Eindruck. Ja, ich schlafe auch viel besser. Ja, Sie haben sich auch verändert, so wie die Baustelle quasi. Ne? Sie leben total auf jetzt. Ne? Ist ja schön zu Hause. Ja, wirklich. Ja. Man hat das schon vergessen. Oder? Eigene vier Wände. Aller Freude zum Trotz entdeckt der Bausachverständige dennoch einige Punkte. Das ist schon ein kritischer Bereich, weil wir haben das Unterdach entwässert jetzt über unser Gesimse. Und wenn wir hier am Unterdach nicht einen Wasserabweiser gemacht haben, dann rinnt uns das Wasser vom Unterdach, weil das jetzt auch so schön offen ist, direkt in die Mauer rein. Also die Verlegung der Steinplatten aufs Kiesbett ist gewagt. Ach so. Weil ja hier jetzt quasi, wir haben feste Fugen, eine Verfugung und haben einen weichen Untergrund. Ja. Und wenn da die Fugen rausbrechen, dann dürfen wir das durchaus als Reklamation angeben. Ja, wir haben da diesen Rundkies. Also das ist kein Untergrund, auf den man sich jetzt verlassen kann, dass der analog zu einem Estrich oder einem Mörtelbett gerade bleibt. Ja. Und dieser Kiesfang ist auch nicht für diesen Rundkies geeignet. Ja. Also ja, da hätte man einen 16-32er nehmen müssen. Der geht sich da aus. Ja. Aber dieser Rundkies fällt da durch. Also da müssen Sie aufpassen, was immer da herkommt, es muss dann dem adäquat sein. Ja. Weil sonst haben sie das verstopft. Da haben sie ewige Probleme. Und natürlich alles, was uns der Regen da hineinspült, fehlt uns dann hier. Und dann brechen hier, so wie wir es da eh schon haben. Ja? Da geht's schon los. Aber bitte, schauen wir mal ab. Das ist natürlich der Bereich, wo sie immer wegfliegt. Warten wir mal ab, wie sie das weiterentwickelt. Das kann eh gut gehen. Aber ich sag noch mal, richtig ist es so nicht. Ja, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass das trotzdem passt. Das hoffe ich jetzt so. Also wir haben so eine schlechte Zeit hinter uns. Ich kann nur mehr absolut optimistisch nach vorschauen, weil sonst gingen es mir nicht gut. Ja, das Problem ist halt jetzt, dass man eigentlich alles Negative von sich lassen möchte und man eigentlich nichts Schlechtes hören will. Ja? Aber ich bin jetzt nicht nur da, um mir die schöne Wohnung anzuschauen, sondern auch im Sinne der Familie Montschew Jambor und im Sinne der WEG anzuschauen, ob da jetzt irgendwelche Fehler passieren. In Gensandorf hat sich Familie Graf ein Fertigteilhaus aufstellen lassen. Fassade und Fenster sind komplett verpfuscht und müssen neu gemacht werden. Am Dach sieht es ähnlich katastrophal aus. Wenn man den Pfusch schon ordentlich machen will, dann setzt man das Blech da her und nicht da dahinter und tut das wieder mit Silikon verschmieren. Na bitte, wie geht's am Dach weiter? Ich habe schon dreimal beanstandet, dass es reingeregnet hat. Und das war im Wohnzimmerbereich, wo die Küche ist. Da war es komplett nass. Da war komplett die Regipswand nass. Das war
Bei der Gaube? Bei der Gaube da, genau drunter. Die okay. Außenwand. Ja. Ja. Und dann auf der anderen Seite von der Gaube in den Dachboden rein. Also überall rund um die Gaube? Ja. Okay. Also das ist die Schalungsbahn, wo man früher Dachpappe dazu gesagt hat. Die ist jetzt hochdiffusionsoffen, muss aber, weil ja direkt danach die Wärmedämmung ist, in dem Bereich hier winddicht verklebt werden. Und das fehlt auch komplett. Also im Prinzip muss man dann schon allein nicht deswegen das ganze Dach abnehmen. Aber es ist ja nirgends richtig befestigt. Also da muss man sowieso auch nacharbeiten. Und dann schauen wir uns noch drüben das Gaubendach an und warum es da überall rundherum reinregnet. Also Windsicherung falsch. Keine Windsicherung im Bereich der Wärmedämmung vorhanden, die Anschlussprofile fehlerhaft, die Konstruktion vom Gaubenblechdach fehlerhaft. Das klingt komisch, wenn ich das jetzt so groß aufzähle. Ja? Das ist ja kein Wettbewerb, jetzt, wie man, wer mehr Fehler findet. Das gehört einfach neu gemacht. Es gibt schon Dächer, wo man kleinere Fehler drinnen hat, wo man dann vielleicht selber mit sich hadert, ob man jetzt den Sachverständigen außerhängen lässt und sagt, das muss runter, weil da ist ein Fehler. Oder ob man irgendeine praktikable Lösung findet und sagt, naja, man kann damit leben mit dem Fehler. Das ist da nicht der Fall, da tue ich mir leicht. Also da gibt es Deutsch kein Arschwageln, das muss weg. Am Dach hat der Spengler seine Fehler mit Silikon ausgebessert. Das ist ein Wahnsinn, schau dir das an bitte. Da sind zwei Tuben Silikon drinnen. Das schaut aber schon richtig kunstvoll aus, oder? Das gefällt mir richtig. Das sollte man unter Denkmalschutz stellen. Das ist ja unglaublich. Schau, so viel zur. Das ist da vorne zugeschmiert. Na, sowas haben wir auch noch nicht gehabt. He? Dadurch, dass ich es dreimal beanstandet habe und es noch immer nichts passiert ist, kann man es nur ahnen, ne? Dass ja. Dann wahrscheinlich mehr nicht, also nicht funktioniert hat. Weil ich denke mal, beim neuen Dach ist es nicht normal, dass, wenn es stark regnet, das Wasser halt im Haus steht. Ich glaube, das sollte beim neuen Dach nicht der Fall sein. Und deswegen, aber es ist halt, dass so katastrophal ist, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist halt ernüchternd. Zurück bei Familie Sick in Schletz. Dass die Wände feucht sind, ist das jetzt wirklich ein Streitthema? Oder wird das eh anerkannt von der Gegenseite, vom Vermieter quasi? Das wird nicht anerkannt. Also der sagt, die Wände sind trocken? Ja, das haben wir auch im Mietvertrag drinnen stehen. Ah, das ist natürlich was ganz was anderes. Ja. Wir trocken und ohne Schimmel übernommen haben. Ne? Aha, wo steht das? Der Mieter bestätigt, das Mietobjekt wurde im trockenen Zustand und komplett schimmelfrei übergeben. Wie haben Sie das bestätigen können? Haben Sie Messungen durchgeführt? Mietvertrag unterschrieben haben? Nicht wirklich, ne? Nein, haben wir nicht. Schimmelfrei, okay, da gehe ich durch und mache eine Augenscheinsbegehung oder ja, sowas. Ja, genau. Aber trocken, das Haus war nicht trocken, wie sie das Haus übernommen haben. Das sind quasi, wir haben unsere Wände stehen lastabtragend auf Streifenfundamenten. Also nicht auf einer durchgehenden Bodenplatte und dann die Wände und die Innenwände, sondern wir haben quasi unter den Wänden so ein Streifenfundament, das im Boden steht. Mhm. Ja, und das ist natürlich feucht, eine Feuchtigkeitsabdichtung gibt es da nicht mehr. Zumindest keine, die jetzt in irgendeiner Form da wirksam ist. Das Haus wird da, weiß ich nicht, 50, 60, 100 Jahre alt sein. Ja? Und das sind Vollziegelmauern und die stehen einfach im feuchten Boden. Das Hauptproblem bei dem Haus, das Haus ist nicht unbewohnbar, aber es ist grenzwertig. Das ist aber ja geradezu fahrlässig, dass ich da dann den Mieter sogar bestätigen lasse, dass er ein trockenes Haus hat. Weil der Vermieter muss ja wissen, der hat ja das Haus vermutlich, also er hat es auch kurz vor Ihnen gekauft. Ja. Aber das kann Ihnen wurscht sein. Das Haus ist feucht. Der Vermieter sagt Ihnen, Sie müssen auf einen Kurs gehen. Hat er Sie informiert? Weiß der Vermieter selber, um was es da geht? Nein. Hat er Ihnen jemals gesagt, was für eine relative Luftfeuchtigkeit und welche Temperaturen Sie da haben sollen? Nein, da geht es nur aus mit Kartoffeln. Kartoffelbauer von der Umgebung. Genau. Ja, die lagert man in feuchten Räumen. Ne? Ja. Also dann sollte man das als Kartoffelkeller vielleicht verwenden. Ja, genau. Also, Zusammenfassung. Das Haus ist absolut bewohnbar. Jetzt mit Vorsicht zu genießen, weil man nicht weiß, wie weit sich der Schimmel schon ausgebreitet hat. Mhm. Das heißt, man müsste im Prinzip mal alles ausräumen. Alle textilen Oberflächen quasi entsprechend reinigen und desinfizieren. Ja? Und dann auch stellenweise beim Boden reinschauen, was sich unter dem Boden abspielt.
Der ist ja komplett nass. Wir stehen mit dem Boden, mit den Spanplatten, mit den Holzwerkstoffplatten quasi am feuchten Boden. Aber das ist genau das, was wir nicht haben. Wir haben das Geld einfach nicht, eben weil das nicht uns gehört. Da draußen hat er gesagt, wir können sie ein Badezimmer reinmachen. Da waren Tiere drinnen, Gas und lauter solche Sachen. Ja. Und das stinkt alles im Winter. Da traust du bald durch. Ich habe jedes Mal die Angst, dass ich da stick, ich sag so, wie es ist. Ich bin nach 10 Minuten, mir geht es auch nicht gut da hinten. Ja. Waren Sie schon mal bei einer Beratungsstelle rechtlich? Haben Sie ja, das sollten Sie dringend machen. Doch vorher möchte Günther Nussbaum einmal mit dem Vermieter sprechen. Der wohnt nämlich im selben Ort. Also wir können ja gerne mal mit ihm reden, vielleicht lässt sich das einvernehmlich gut regeln. Aber das Problem ist halt, selbst wenn Sie jetzt rausgehen, Sie brauchen eine Ersatzwohnung. Und an dem liegt es hauptsächlich. Nee. Oder wollen Sie herin? Sie wollen ja nicht herinnen bleiben. Nein. Dann bin ich da weg. Gehen wir einfach mal rüber und schauen mal, ob der Vermieter da ist. Okay. Ja, vielleicht gibt es auch ein schönes, positives, klärendes Gespräch. Wäre natürlich das Schönste. Mhm. Aber viel Hoffnung habe ich da nicht. Ja. Okay. Naja, ich glaube eher, es wird zu einer Streitsache werden. Als wie es geht gut aus. Also ich habe die Befürchtung, dass es zu einer großen Diskussion kommt. Und dass die OEC das halt unser Vermieter halt dagegen wehrt und sagt halt, dass wir auch noch einen Schützen. Und die Sache noch schlimmer macht, als er schon ist. Bei Familie Jambor-Monchev inspiziert der Bausachverständige weiter die sanierte Wohnung. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ah, da haben wir einen Boden schon drinnen jetzt, ganz schön. Ja, das ist ganz frisch verlegt. Das ist aber Profiarbeit. Sehr schön geworden, ja. Gut gemacht. Sind wir sehr zufrieden. Und das war der Erkerraum, auf den freuen wir besonders. Ja, das Kübel, Ihre Kübel, die Ihnen so gefallen haben. Das schaut jetzt schon richtig nach Wohnung aus. Ja. Das war ja mein Lieblingsfoto. Das wäre noch in 10 Jahren herzeigen. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Also da die ganzen Apfelkübel, was da gestanden sind. Ja. Und was hat man dann da oben gemacht? Was war da noch zu retten von den ganzen Vertäfelungen oben? Nichts. Also das ist alles neu gekommen. Das ist ja komplett neu gemacht. Oh, das hat gemacht. Ein Tischler, der von der Baufirma beauftragt wurde, hat dann anstelle von dem Alten jetzt das gemacht. Mhm. Und sie haben sich dann entschieden zu dieser Lösung, weil jetzt ist eine Wärmedämmung oben drinnen und vorher war keine. Okay. Es war halt schön zu sehen, dass dann ab einem bestimmten Moment einfach die Baufirma wirklich beschlossen hat, jetzt machen wir es. Und dann sind nach der Reihe halt Leute engagiert worden, die dann die Arbeiten übernommen haben. Und ein Mann hat das dann alles sehr, sehr engagiert koordiniert im Auftrag dieser Baufirma. Mhm. Und seither ist das dann, also da hat man dann gewusst, was passiert. Und er hat gute Leute geholt, wirklich gute Leute. So wie es eigentlich sein soll, ne? Eigentlich Selbstverständlichkeit. Nehmen das ja eigentlich so, na endlich jetzt waren die richtigen Leute da. Das hätte man von Anfang an gebraucht. Nicht? Wer hätte gedacht, dass die sich da jetzt nicht herumdrücken und sagen, naja, wir kriegen das schon hin und wir malen das schimmlige und faule Holz, sondern die haben das wirklich komplett neu machen lassen von einem Tischler. Also das sieht man jetzt vielleicht nicht so, das sind 2 Quadratmeter oder 1,5 Quadratmeter, aber da steckt wahrscheinlich mehr Geld drinnen als in vielen anderen größeren Details. Ja. Aber es geht immer noch um die Schadensersatzkosten, oder? Das ist nicht oder? Geklärt, ja. Also wie hoch liegen wir da ungefähr? Naja, es ist nicht wenig. Es gibt von Seiten der Baufirma Vorfinanzierung für diese Sanierung, aber für unsere Schadenersatzforderung gibt es keine Vorfinanzierung. Da muss die Versicherung den Fall abschließen, damit wir dann von der Versicherung das Geld bekommen. Das bedeutet, dass Familie Jambor-Monchev einige Renovierungskosten, die durch den Wasserschaden entstanden sind, zunächst selbst bezahlt hat und das Geld erst in Zukunft über die Versicherung zurückerhalten wird. Wann ist ungewiss. Auch die Nachbarwohnung war damals von den Wassereintritten betroffen und Günther Nussbaum will auch hier Nachschau halten. Bei Frau Labus sieht es noch nicht so gut aus. Das letzte Mal war das ja, haben wir glaube ich da ein bisschen einen Wasserschaden gehabt und da und da drüben. Aber da war das noch alles oben. Warum hat man das dann weggenommen? Hat es einen neuen Wasserschaden gegeben? Das war danach. Vor einem Monat hat es wieder geregnet, reingeregnet von oben, von einer Terrasse von oben. Also wir haben richtig Wasser runterrinnen gehabt? Wirklich, das hat runtergetropft. Zurück in Gensandorf. Günther Nussbaum ist mit seiner Begehung im Außenbereich fast fertig. Die Terrassenkonstruktion ist dabei ein besonderes architektonisches Gusto-Stückerl. In der Planung des Hauses war der Steher überhaupt nicht vorgesehen. Ach so. Das hat sich dann ergeben durch das Auflegen der Decke nach ein paar Tagen. Ist die Türe nicht mehr aufgegangen, weil da so viel Druck da drauf gelassen ist. Es ist halt eben der Steher da
noch dazukommen. Ah, die wollten das frei auskragend haben. Genau. Ist sie aber zufällig nicht ausgegangen. Genau, also die Balkontür hat gestreikt. Wochenlang stand die Baustelle still. Jetzt endlich wird zumindest der Estrich ausgebessert, der falsch ausgeführt wurde. Der Trockenbau im Innenbereich ist auch schon der zweite Versuch. Also wie das noch alles offen war, hat es da extrem reingeregnet. Da ist da das Wasser runtergeronnen, da wo der Spalt ist, ist da runter, übers Fenster drüber und dann war da die enorme Lacke. Wegen dem Holz, dass wir wissen, ob wir nicht Holzprobleme haben. Wie lange war der, hat man das gleich gemerkt, wie der erste Wasserschaden war? Das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis da irgendwer was dran hat. Wie lange ungefähr? 3 Wochen, einen Monat schon. Das hat ja alles aufgemacht. Es waren mehrere Firmen schon da, Zimmerer, die haben sich das angeschaut. Ach so. Die haben das einfach aufgemacht. Ich habe gesagt, sie dürfen es nicht mehr zumachen, dass ich ein Foto ihnen schicken kann. Ja. Und das haben sie halt so lassen, aber die kommen auch nicht. Ja, das habe ich nämlich auch noch nicht so gesehen. Das weist eigentlich relativ klar nach, dass wir da ein großes Problem auch mit dem Trockenbau, also mit der Dampfbremse haben. Das heißt, wir haben eine Komplettsanierung vom Dach, wir haben eine Komplettsanierung von der Fassade und so wie das ausschaut, wahrscheinlich auch eine sehr umfangreiche Sanierung im Trockenbau. Ja. Dann bleibt eh nichts über. Ja. Der Estrich wird schon, Gott sei Dank, ist jetzt eine österreichische Firma da, die das wieder in Ordnung bringt. Aber ob die jetzt den Auftrag haben für das alles, wissen wir ja noch nicht. Günther Nussbaum traut dem schönen Schein der Gipskartonplatten nicht. Er will wissen, wie die Dampfbremse dahinter aussieht. Man sieht hier schon, hier ist ein Teil von der Dampfbremse, der schon aus unerklärlichen Gründen da so runtersteht. Und wir haben hier die Dampfbremse und die ist komplett offen. Also da schauen wir direkt auf die Holzkonstruktion. Und da sind wir eigentlich draußen. Ja. Die Dampfbremse ist da, aber die haben es nicht verklebt. Die Wände werden quasi, die Dampfbremse wird schon vorgefertigt auf die Wand montiert. Dann kommt die Wand, der Wandteil wird da hergestellt, der Wandteil wird da hergestellt und dann gehört natürlich händisch, das kann man nicht vorfertigen, dann gehört natürlich händisch die Dampfbremse zusammengeklebt. Und das ist da der gute Nachweis, dass das nicht gemacht worden ist. Entweder nach dem ersten Winter schon der erste Schaden oder nach 5 bis 10 Jahren ist die Wand kaputt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wir haben, also solche Fehler können durchaus schon im ersten Winter zu einem Schaden führen. Nach der Bemängelung, die wir halt jetzt gesehen haben, dürfte der rein theoretisch nichts so bleiben, wie es ist, weil das muss ja alles, das soll ja richtig sein. Wir wollen da unser Leben verbringen und alt werden und vielleicht irgendwann einmal das Kind auch was davon hat. Und das sollte das schon passen. Vor allem, wie gesagt, das kostet ja genug Geld, was man da in die Hand nehmen muss und dann sollte das schon passen einfach. Der Sachverständige freut sich natürlich insgeheim, dass man so besondere Mängel sieht. Das sieht man nicht jeden Tag. Ja? Dass man ein Blechdach so überhaupt so verpfuschen kann, ist eine Besonderheit. Ja? Aber natürlich ist es absolut, in Wahrheit ist es traurig, dass man wieder mal den Zwang hat mit billigen Leuten, das, so wie ich das verstanden habe, hat die Konstruktion eine Zimmerei aufgestellt und alles andere ist von einer Partie gemacht worden. Das heißt so wieder die Mache-Alles-Geschichte. Ja. Da kommt halt jemand, der ist billig, kein Facharbeiter in keinem Bereich, aber er macht alles. Und wenn da Fragen sind? Danke. Jederzeit. Dankeschön. Danke auch. Wiederschauen. Nach den Dreharbeiten hat sich die Fertigteilhausfirma gemeldet. Es gibt jetzt zumindest die mündliche Zusage, dass die Mängel saniert werden. Doch hält man sich an die Vereinbarungen? Wir bleiben dran. In Schletz machen sich Günther Nussbaum und Frau Sick auf den Weg zum Vermieter, um ihn zur Rede zu stellen. So, im Mietvertrag steht da drin, es ist trocken. Dann kann ich auch meine Räume normal nutzen. Wenn ich aber vorher weiß, dass die Wände nass sind, ich meine, das ist dann ein Missverständnis. Naja, die Wände sind einfach nass. Sie haben trocken übernommen. Wenn sie jetzt Nein, sie können es nicht trocken übernommen haben. Haben sie aber. Steht ja ausdrücklich im Mietvertrag Das Haus drin. Ist, ja, aber das ist ja null und nichtig. Das Haus ist, seit es dort steht, erdfeucht. So wie halt Häuser in dem Bereich mit dem Baujahr einfach sind. Im Gespräch wird schnell klar, wie verhärtet die Fronten sind. Aussage steht gegen Aussage. Und es geht auch um offene Rechnungen. 5.000 Euro sind wir dir schuldig? Sag mal, bist du wo? Moment, Sie kriegen eine Miete, nicht? Und die Miete ist jetzt die letzten Monate nicht bezahlt. Ja, das ist ja gar nicht wahr. Na, wann habt ihr mir die letzte Miete gegeben? Im März waren es 250 Euro. Seit Oktober ist keine Miete gezahlt worden. Das ist nicht richtig, was du sagst. Für den Vermieter ist der Fall klar. Familie Sick lüftet zu wenig. Da brauche man sich über den Schimmel nicht zu wundern. Jetzt, da wird der wärmste Tag im April war, bin ich vorbeigefahren. Rein zufällig, nicht kontrolliert.
sondern ich habe dreimal aus beruflichen Gründen vorbeigefahren und den ganzen Tag war jedes Fenster zu. Ja, das war der wärmste Tag im April. Wenn Sie einmal vorbeifahren, können Sie nicht sagen, den ganzen Tag. Nein, nein, ich bin dreimal vorbeigefahren an dem Tag. Ja, das ist zu verschiedensten Zeiten, richtig. Vormittag, Nachmittag. Der Punkt ist, Herr Bernhard... Und ich habe Ihnen schon oft gesagt, bitte lüften richtig. Sie machen es nicht. Sie machen nicht die Fenster auf. Was soll ich machen? Das ist doch logisch, wenn ich immer alles dicht habe und die Fenster machen dicht. Das ist ja nicht so wie mit einem alten Haus mit Holzfenster, weil da habe ich kein Problem. Ja, ja, weil sicher, weil es undicht sein. Ja. Genau, aber wir haben wieder einen Holzofen drin, mit dem wir heizen können. Wir können das Fenster nicht aufmachen dort, das fliegt mir entgegen. Die Heizung, der Heizkörper dort geht nicht wirklich, der wird nur lauwarm. Ich kann dies, es geht ja hauptsächlich, glaube ich, um den einen Raum da hinten im Schlafzimmer, wo man jetzt nicht schlafen kann. Ich schon sehr lange im Wohnzimmer. Ja. Eine einvernehmliche Lösung scheint unmöglich. Auch Günther Nussbaum ist mit seinem Latein am Ende. Denn hier geht es nicht mehr um Baufragen. Gut, das führt jetzt zu keinem, das ist da prima kein Ergebnis. Nein, die gehen, weil das ist mir zu deppert. Ja, ja, das kann man gut vorstellen. Ja. Zuerst aber jetzt dann von unserem Anwalt. Gerne. Ja. Es hat keinen Sinn, lass mal das. 15.000, ich glaube, du bist krank. Du hast genauso so einen Boscher wie alle da. Geputzt die Kartoffeln, ist gescheiter. Schau, wie du jetzt redest. Ja, ja. Nein, ich habe ihnen eben das gesagt, es ist allen richtig gewonnen. Ein älteres Haus ist halt immer so, mit Lüften, Heizen. Und das haben sie einfach nicht befolgt. Was soll ich machen? Ich meine, das ist ein aufgeregter Blödsinn. Ich meine, wir haben immer offen, es ist ständigst offen. Erstens einmal, weil ich keine Luft kriege. Und die Luft, die was da drinnen ist, ist wirklich sehr stickig. Wie ich es ihnen übergeben habe, wir haben das Haus alles angeschaut, war es gefühlsmäßig trocken. Ja. Wie gesagt, es ist gegangen worden, es ist mit der Hand der Ding gemacht worden, erwischt ist unten. Es ist keine Farbe drauf gewesen, es war trocken. Ja. Und Schimmel war sowieso kein. Es war keine einzige Stelle irgendwo mit Schimmel behaftet. Ja. Weil ein normaler Mieter, der was frisch einzieht und würde irgendwo Schimmel sehen, würde sagen, hallo, da ziehe ich gar nicht ein. Aber sie wollten es ja unbedingt haben. Ich kann in die Leute nicht reinschauen. Ja. Es tut mir für die Leute leid, es tut mir für den Kleinen leid. Vater, Mutter, krank, ja, das geht dann natürlich nahe. Aber schlussendlich kann ich da nicht helfen. Günther Nussbaums Arbeit ist hier beendet. Jetzt sind andere Fachleute gefragt. Und gleich bei ATV Pfusch am Bau. In Wien ist zwar die eine Wohnung endlich fertig saniert, doch in der Nachbarwohnung geht es munter weiter. Beim letzten Mal war das noch sehr schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer, weil das Wasser kommt weiterhin rein. In Wien ist noch nicht alles eitel Sonnenschein. Die Wohnung von Familie Jambor-Monchev wurde zwar wunderschön saniert, doch bei der Nachbarin ist es unterdessen schlimmer als zuvor. Da greift man richtig, dass es nass ist. Also da sind wir pitschnass. Ich möchte gar nicht so fest drücken, weil sonst fliegt uns gleich die Decken runter da. Ja, also das ist über dem Pilzwachstum. Wir sind da über 20 Volumensprozent voll. Ich habe versucht, das zu vermitteln, aber niemand hört mir zu. Ich meine, die sagen niemand, nein, das ist schon besser geworden. Das braucht ein bisschen Zeit, bis es wieder austrocknet und sowas. Und das Gerät rennt weiterhin. Ich meine, das ist seit Oktober jetzt, dass ich diesen Entfeuchtungsgerät habe. Und der rennt ständig bei mir. Ja. Ich meine, der weiß ja gar nicht, der weiß gar nicht, was er tut, weil er rennt und rennt und es ist nach wie vor immer noch nass. Der muss ja schon verzweifelt sein, der Entfeuchter da. Wie ich will das. Wir sind zu zweit. Beim letzten Mal war das noch sehr schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer, weil das Wasser kommt weiterhin rein. Und die haben diese Stelle entweder nicht entdeckt oder irgendwas passiert oben. Also klettert Günther Nussbaum wieder mal aufs Dach. Eigentlich hätte das doch heute nur eine abschließende Begutachtung werden sollen. Also es sind ein paar Mängel am Dach. Diese Blechanschlüsse bei den Fenstern, das fasst ihnen alles zusammen. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail. Ja. Das ist Ihr Schadensbereich. Das ist mein Schaden. Das heißt, da ist mehr oder weniger eine provisorische Abdichtungslage. Nur die liegt auch mehr schlecht als recht da drauf. Ja. Also da steht das Wasser ganz dick. Ja, da ist auf der Seite offen, da ist auf der Seite offen, da ist von oben offen. Also jeder stärkere also Regen, ganz klar, da ist warum offen. Bei mir nass ist. Genau, ja, also es hat nichts mit einer Plane zu tun, die man gerade einmal irgendwo hinzieht. Es ist wie verhext. Wieder hat er was gefunden.
Also in dem Sinne ist es jetzt keine klassische Abnahmebegehung, ist ja noch nichts fertig. Ja, also das sind schon Mängel. Und auch wenn ich eins zu viel sage, ist mir das jetzt auch wurscht. Ich schreibe das einfach auf, alle Auffälligkeiten von der Begehung. Im Speziellen jetzt zu Ihrer Wohnung, dass man da bitte so schnell als möglich was macht, weil man weiß, wie lange die noch brauchen, um das fertigzustellen. Und das Mail schicke ich in CC an alle. Ja? Dass man da auch wirklich nur am Ball bleibt und sagt, heißt, ja, okay, man bringt das in Ordnung. Mhm. Ja? Aber wir können guter Dinge sein, es ist ja massig, was passiert in letzter Zeit. Ende gut, noch nicht alles gut. Doch die landgeprüften Bewohner sind optimistisch. Ich glaube jetzt ganz fest dran, das hat eine gute Wendung genommen. Vor ein paar Monaten haben wir nicht daran geglaubt, dass es diese Wendung nehmen kann. Und ich glaube einfach, dass das jetzt gut zu Ende kommen wird. Ja. Also ganz ausgestanden ist es noch nicht. Und es ist ein bisschen unangenehm dann immer, wenn man sieht, dass die Leute natürlich jetzt zu Recht glücklich und zufrieden sind. Aber es gibt dann doch noch einige Dinge, die man berücksichtigen muss. Und man muss schon schauen, dass man das zu Ende bringt. Und würde auch empfehlen dringend, dass man dann am Ende mit allen Firmen, wenn man wirklich fertig ist, eine gemeinsame Abnahmebegehung macht. Ist ja auch im Sinne des Bauträgers. Frau Sick, reicht es? Auf Anraten von Günther Nussbaum hat sie heute einen Termin beim Konsumentenschutz. Also ich erwarte mir, dass mir geholfen wird, dass ich angehört werde. Ich habe auch etliche Belege mit. Eben heute den Mietvertrag 1 und 2. Und ja, auch ein Wurm krümmt sich, der zu seinem kleinen Recht kommen will. Wie viel Miete zahlst du jetzt tatsächlich? 550 hat sich der Herr Vermieter vorgestellt. Beide Vertragspartner in so einem Mietvertrag haben natürlich Rechte und Pflichten. Und zu ihrer Pflicht gehört es ja, den Mietpreis pünktlich zu bezahlen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ihnen der Vermieter auch ordentlich den Mietgegenstand überlassen, sodass er dem allgemeinen Normalmaß entsprechend den Zustand hat und sie den auch nutzen können. Dadurch, dass sie also insbesondere das eine Zimmer nicht nutzen können, ist vermutlich eine 50-prozentige Mietzinsminderung hier geltend zu machen. Und auf der anderen Seite aber wird ihm vermutlich auch ein zumutbarer Mietpreis trotzdem zustehen. Das heißt, die komplette Einbehaltung der Miete ist auf keinen Fall zu forcieren, weil das sie wahrscheinlich in Gefahr bringen würde, dass sie plötzlich obdachlos sind. Mhm. Weil ein Vertrag muss eben von beiden Seiten erfüllt werden. Und wenn das von einer Seite nicht der Fall ist, dann ist es das Sicherste und Beste. Man kündigt den auch gerichtlich auf. Wichtig ist es hier wieder, auf alle Fälle schriftlich das zu machen. Eine mündliche Vereinbarung ist hier absolut nicht unwirksam, aber sehr schwierig dann zu belegen. Und die Glaubwürdigkeit ist dann vor Gericht eventuell doch gefragt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das eben außergerichtlich für Sie machen. Das heißt, man kann ja bei uns Mitglied sein und wir können schauen, dass wir das mit dem Vermieter für Sie regeln können, in der Weise, wie Sie das vielleicht zu einem Ende führen möchten, ob Sie sagen, Sie möchten gerne aus der Wohnung raus oder man sollte versuchen, doch diesen Zustand des Hauses so herzustellen, dass ich hier glücklich meine nächsten Jahre verbringen kann. Aber es ist ja oft sehr schwierig, mit einem Vermieter, mit dem man nicht mehr das Einvernehmen hat, hier noch eine vernünftige Geschäftsbasis für die Zukunft aufzubauen, zumal Sie auch einen befristeten Vertrag haben, der in den nächsten 2 Jahren sowieso enden wird. Viele neue Informationen, die Frau Sick erst einmal verdauen muss. Doch die Zuversicht auf ein baldiges Ende der Streitereien ist groß. Also das Gespräch hat mir sehr viel gebracht. Und ich werde jetzt mit meiner Familie sprechen und schauen, dass wir am schnellsten Weg zu einer Wohnung kommen, dass wir von guten Weg kommen. Dieser Zukunftsplan muss nun noch umgesetzt werden. Und tatsächlich, nach den Dreharbeiten wurde die GESIBA, eine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft, auf den Fall aufmerksam. Normalerweise gibt es dort eine lange Warteliste. Doch wegen der dramatischen Situation wurden die Six vorgereiht. Sie können bald in eine neue, schimmelfreie Wohnung einziehen. Hausbauen ist keine so schwierige Sache, wenn man weiß, wie es richtig geht. Lesen Sie mein neues Buch, Kein Pfusch am Bau. Und nächstes Mal bei dem Ehepaar Vlach aus Wien faulen die Wände ihres Kleingartenhäuschens einfach vor sich hin. Günther Nussbaum ist entsetzt. Ich meine, das ist ein Schildbürgerstreich, ja? Dass jemand ein Holzhaus aufstellt ohne eine Gebäudeabdichtung. Michaela Vlach kann die Situation kaum mehr ertragen.